Hier ist der Eingang. Also nicht der Eingang, ja, ein Eingang. Dann sieht man hier für eine Spawnfläche sind 16 mal 17 und 112 und alles A extra sind ca. 900 pro Spawn, pro Ebene. 3120 pro Ebene und die Spawnflächen sind halt 900. Nur die Spawnflächen und das andere ist mit den Mauern und das Ganze rundherum. Und hier ist das erste, also hier, wie man sieht, hier ist ziemlich groß, es geht ziemlich weit nach hinten. Ist eigentlich das gleiche wie bei Kronk. Hier ist die Wartung von Ebene 2. Also ist es unter dem Spawnflächen, damit ich das nicht alles mit Cobblestone voll machen muss. Und dann geht es halt noch weiter. Ich habe noch keine Leitung gemacht. Und es gibt insgesamt drei Spawnflächen. Also jetzt genug, würde ich mal sagen. Und jetzt zeige ich euch den Faber von unten. Hier nochmal die Eingang, also die Läufe von oben. Dann geht's hier runter. Zack. Das ist der Faber. Ja, eigentlich nur zusammengesetzt aus vielen, vielen Let's Playern. Ja, und hier habe ich gelistet, wer, also woher ich die ganzen Ideen oder ja, Ideen habe. Sagen wir Ideen. Das sind mal die Sponsoren, die Kronks-Spawnflächen von oben. Dann in Chrono war es erst zwei Hebelsicherungstür, weil von denen habe ich als erstes gesehen, wie man sowas macht. Das ein, also es sind zwei Hebel, eine ist unten, die Tür geht nicht auf, der andere ist unten, die Tür geht nicht auf, beide sind unten, die Tür geht auf. Eine zu, das ist jetzt. Dann die Tazard 1000 maximale Spinnenseide. Das ist übrigens ein Österreicher, der auch ziemlich viel, also der sich mit Monsterfallen gut auskennt. Und von ihm habe ich auch noch den Hündchenkiller, den auch der Kronk eingebaut hat. Den aber ich glaube ich zuerst eingebaut. Ja, auf jeden Fall ist er ziemlich gescheit. Und dann habe ich die Mitwirkenden. Danik Tonic, der Erbauer, also ich. Kronk, die Ideen an der Oberfläche und Tazard Ideen hier unten. Also die in Tazard 1000 ist maximale Spinnenseite geht von hier. Also am besten schalte ich ein. Und ihr werdet merken, in wenigen Sekunden geht es ein Jack. Auf jeden Fall. Die Monster fallen von oben hier runter. Und hier sehen wir auch gleich die Spinne. Die Spinne stirbt nicht hier. Sie rutscht unten durch und stirbt erst hier. Und das Praktische an dem ist, die Spinnenseide fließt, also fällt gleich hier hinunter. Und hier, wenn ich den Steine, den Sandstein nicht eingebaut hätte, dann hätten die Spinnen hier raufklettern und wenn ich, ja, hätten die Spinnen raufklettern und dann hätten sie hier oben sterben und dann hätte die Spinnenseite auch in der Lava wäre sie dann halt weg. Und ihr merkt, der Faber ist ziemlich gut, ziemlich schnell. Und in den wenigen Sekunden habe ich schon ziemlich viel. Und hier ist der Hühnchenkiller. Eigentlich völlig einfach.
aber trotzdem genial. Und zwar hier, also hier ist Feuer. Ja. Und das Feuer wird nicht vom Wasser gelöscht, weil hier schon das letzte, also der letzte Fluss vom Wasser ist. Deswegen kann es nicht mehr auf die Seite rennen und deswegen bleibt es auch in der Mitte und das Feuer bleibt. So, wenn jetzt ein Hühnchen hierher kommt und die Tür zu ist, dann bleibt es ja nicht meistens hier in der Mitte, sondern geht links oder rechts und verbrennt dann. Das da hinten ist einfach, ich kann nur sagen, Zierde zusätzlich noch dazu. Hier habe ich, also das habe ich in wenigen Minuten alles zusammengekriegt und das auch. Dann haben wir hier noch Remote Creature, was ich für den Krieg habe. Und hier ist mein Projekt gewesen, Baum, also Baum untertags, mein erstes. Habe ich auch also probiert, ob das auch wirklich funktioniert. Einen Baum hier unterirdisch pflanze. Und wie man sieht, es hat funktioniert. Dann habe ich das da drüben Labor 1 und 2. Alles Experimenträume für ein Faber. Hier zum Beispiel war es mit dem. Was war hier? Da noch. Ja, keine Ahnung mehr. Irgendwas. Was ich gerade schaue, wegen dem Fluss, wegen dem Wasser. Wie ich das genau mache. Denn den Faber habe ich sicher dreimal umgebaut, bevor er zum Faber wurde. Und hier habe ich zum Beispiel die neuen Schienen getestet. Die neuen Booster-Schienen. Dann schaut mal am besten wieder die Zombies aus. Und jetzt zeige ich euch meinen Eingang zum Nether. Nein, ich zeige euch noch genau die genaue Anzahl oder ziemlich genaue Anzahl, die ich gebraucht habe. Genau 9400 Cobblestones waren es. Circa 9400 für die gesamten Spawnflächen. Und jetzt kommen wir dahin, wo ich will. Gleich was. Ja, zum Nether-Eingang. Und übrigens, das ist für die Spinnenabwehr. Das ist für die Spinnenabwehr. Und das ist für die Monsterabwehr. Da ich früher das Net gehabt habe und wenn ich früher nur in den Loch und nicht gleich sofort reingekommen bin, ist es manchmal doch schon gefährlich geworden, wenn es irgend sowas mir, also wenn mir irgendein Monster folgt. Und das habe ich für die Spinnen, da sie ja, sie können zwar drüber klettern, aber hier können sie nicht drüber, denn sie laufen zu und dann wollen sie hoch, können sie aber durch diesen, weil sie zwei breit sind, können sie hier nicht hoch. Sie können zwar hier außen rundherum, aber so intelligent sind sie ja nicht. Also, jetzt zum Eingang. Oder in Richtung Eingang. Der ist nämlich in dem Berg, gut versteckt, gut gesichert. Auch wieder mit Doppelsicherung. Hier der erste Hebel. Und der zweite Hebel ist hier. Und warum geht das jetzt nicht? Darum. Also, wie man hier sieht, hier mit Obsidian. Der Eingang, schon mal der Eingang. Dann hier nochmal Obsidian. Dann geht es hier weiter. Hier sieht man schon, ist der Nether langsam allmählich die ganzen Blöcke hier durchlässt und hier schon alles verseucht.
sagen wir, der DJ Ötzi hat Schicht. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Falls jemand das lesen wollte, also hier geht's zum Nether oder zur Hölle. Selbstmörder hier entlang. Also ich bin jetzt ein Selbstmörder. Also hier sind wir nochmal hier. Alles gut abgesichert durch Obsidian. Und wir betreten den Nether. Ist nicht wirklich viel bebaut, aber doch ein bisschen. Das erste, was ich gemacht habe, wie ich den Nether betreten habe, hier ist mich nämlich natürlich auch das erste Mal den Nether betreten, ist, ich habe mal einen Schutz gebaut. Denn hier sind ziemlich viele Geister herumgeflogen. Und ich habe hier Bäume gepflanzt, damit sie ein bisschen schöner ausschaut. Hier oben, hier habe ich den meinen ersten Lightstone abgebaut. Da bin ich hier ein bisschen erkundet. Meine ganzen Gänge sind hier überall. Hier sieht man hier. Normalerweise gehe ich ja nicht hier umherum. Fühlt sich gefährlich. Hier, dann hier irgendwie so entlang. Hier dann. So, also hier ist der Schutz beim Abbauen. Weil es extrem viele Geister gewesen sind. Jetzt nicht rein. Ja. Und hier ist auch schon ein bisschen bombardiert. Ja, nichts Besonderes. Dann habe ich noch einen eigenen Soul Sand Abbauplatz. Der ist da unten. Und hier sieht man hier. Gehen wir einfach den Weg entlang. Ich bin durchgebuddelt, damit ich ja nicht sterb. Aber es ist dann doch dazu gekommen, dass ich gestorben bin. Aber nicht hier in diese Richtung, sondern in die andere, also hier, diese Richtung. Hier ganz hinten. Denn das ist ja ein riesiger Berg. Und da habe ich mich einfach durchgegraben, schauen, was auf der anderen Seite ist. Und ich habe was gefunden. Und zwar eine Todesgefahr. Ja, hier. Ich habe mich weitergebuddelt, weiter. Dann waren hier einfach mal so 6 Geister mindestens. Dann habe ich ein bisschen aufgegraben, wollte es mit Glas ausbauen, damit ich hier mal was sehen kann. Dann hüpft so ein scheiß Zombieschwein hierher, ich schlage es, dann greift es mich an, die ganze Armee, seine Freunde kommen und helfen ihm und bomb dort. Meine ganzen Sachen, ich glaube, na, die waren dann alle weg, da die ganzen Geister mich noch beschossen haben. Dadurch ist es auch niemals fertig geworden. Denn ich spiele ja nicht im Baumodus, sondern ganz hart wieder krank auf easy. Und ich cheate nicht. Nein. Und ja. Als nächstes gehen wir zu meinem Haus, zu meinem echten Haus. Also hier ist noch meine Truhe, die gesichert ist. Also damit auch, ja, falls hier das total bombardiert wird, hier unten ist es auf jeden Fall sicher, Tür zu machen. So, jetzt geht's zu meinem echten Haus.